Es gibt eine Menge Leute, die beschweren sich immer wieder, dass ich falsch übersetzen würde. Um das nochmal richtig zu stellen, was ich bei englischen Gästen immer hinterher sage, das ist keine Übersetzung, sondern bestenfalls eine Zusammenfassung, sozusagen eine Edition davon. Das brauche ich in diesem Fall nicht. Ferryboat Bill, alias Bernd und Klaus, die kommen aus Deutschland. Hi. Ihr könnt jetzt frisch von der Leber weg, nicht interpretiert, uninterpretiert von euch geben. Was geht's bei eurer Musik? Um was geht's? Ich würde sagen, hauptsächlich dreht sich um die Gitarren, um die, so die Gitarrensachen, die wir so machen. Ein bisschen romantisch, würde ich sagen. Bisschen romantisch, eher. Ihr werdet immer so in die Ecke getrieben, Cowboys und Suff. Woher kommt das eigentlich? Ja, vielleicht, weil wir teilweise ein paar Country-Songs haben oder so. Sonst wüsste ich auch nicht. Ja klar, dann kommen wir noch vom Lande, wie man so schön sagt, hier oben. Ich meine, obwohl, das stimmt eigentlich gar nicht so richtig. Aber er kommt da wahrscheinlich her, schätze ich mal. Aber so mit Cowboy-Romantik habt ihr eigentlich nichts am Hut. Das ist eine andere Romantik. Das ist eine eigene Romantik. Eine eigene. Woher kommt denn die eigene Romantik dann? Von hier. Gibt es irgendwie da spezielle Backgrounds? Nö, es sind Menschen, die Fantasie haben, die haben, entwickeln irgendwelche Vorstellungen. Das ist eben so. Wie kommt ihr eigentlich dazu, mit so einer Band wie Legendary Pink Darts zusammenzuspielen? Passt das überhaupt zu euch? Also die haben so ein bisschen apokalyptische Endzeit-Stimmung und ihr habt da Romantik. Passt das zusammen? Also ich würde auch nicht Romantik auf unsere Fahne jetzt unbedingt schreiben oder so, aber musikalisch würde ich, also ich gerade beim Soundcheck gehört habe, ich kenne die Band nicht, würde ich nicht sagen, dass das unbedingt gut zusammenpasst oder so. Vielleicht aber auch heute Abend beim Konzert, vielleicht ist das ja auch eine ganz gute Sache, dass das so ein bisschen auseinander geht, die beiden Linien und so. Ja. Was liegt denn bei euch so an? Ist das eine Musik, die noch zeitgemäß ist oder habt ihr überhaupt kein Interesse an irgendwelchen Trends? Ah, Interesse an Trends. Ich meine, an Trends, so wie sie jetzt auftreten in dieser Zeit oder so, ich kein Interesse. Ich meine, wenn ich eine Gitarre anpacke oder so, dann spiele ich was und dann kommt das heraus und dann ist dann so, da richte ich mich nach irgendwelchen Trends. Oder so. Und da ist irgendwie so, dass man klar, wir sind Leute aus dieser Zeit oder so, in dem Alter und man hört alles und so, klar, irgendwann mitziehen tut man ja immer, man nicht musikalisch, aber zumindest vom Hören her oder so. Ich meine, ich höre jetzt nicht irgendwie uralte Klamotten, weil obwohl so zum Beispiel New Age mir überhaupt nicht liegt. Also ich höre, aber es gibt auch genug Bands, die irgendwie das machen, was ich will heutzutage. Welche zum Beispiel? Weil ich finde zum Beispiel aus dem amerikanischen Bereich, zum Beispiel Dinosaur Junior finde ich gut, von den neuen Bands, also die sind zum Beispiel gut. Dann gibt es Gun Club, das ist für mich eine total gute Band, die auch ab und zu mal wieder kommen. Da gibt es verschiedene, kannst du jetzt anfangen aufzuzählen, da gibt es unendliche. Ein paar gibt es immer, die sind gut. Auch, oh ja. Kommen wir mal zu eurer eigenen Platte, die kam im September raus. Ja. Liquors and, genau. Was ist denn das für ein Titel? So, eigentlich so direkt was wir gedacht haben, uns eigentlich nicht. Ist irgendwie geht es nur so um so Assoziationen oder so, die man dabei hat, wenn man den Titel liest oder hört. Und der eine sieht es eben so und der andere so. Also es soll nicht in eine gewisse Richtung gehen. Also, wir haben nicht gedacht. Wie siehst du denn das? Ich das sehe, ich. Paul hat ein Teleskop und? Das ist irgendwie so, also ich würde es irgendwie so als wie man sagen, so eine Vereinigung von gewissen Betäubungseinheiten und Weitblick irgendwie würde ich so beschreiben. Ah ja. Uiuiui, wenn das jetzt wieder der Gesundheitsminister hört, der guckt dann bestimmt weg. Ihr seid zurzeit auf Tour, wie läuft's? Ja, wir machen mehr so eine auseinandergezogene Tour, praktisch fast nur am Wochenende, weil man einem als Geld verdienen muss noch zwischendurch. Mhm. Und so, ja, läuft gut. Läuft gut. Das heißt, ihr könnt auch nicht von eurer Musik leben? Ist das Endziel? Ist das überhaupt noch ein Ziel? Ob das ein Ziel ist, ja, ich meine, ist natürlich eine tolle Sache, wenn man mit den Sachen, die man macht, davon auch leben kann. Ich würde mir das auch wünschen, das ist natürlich klar. Aber das würde doch auf der anderen Seite dann möglicherweise erfordern, dass ihr euren Stil ein bisschen glättet. Oder allgemeiner wird, oder? Man müsste, glaube ich, eher sagen, man lebt nicht von der Musik, oder man kann nicht irgendwann mal von der Musik, aber man müsste schon dafür leben. Mhm. Das macht man natürlich, man lebt dafür. Was man alles an Abstriche macht, das geht ja, ich meine, man macht ja andauernd, irgendwie zahlt man ja drauf oder so, man macht das immer weiter, man lebt dafür, man wird wahrscheinlich so bleiben. Was du meinst mit davon leben können, dann müsste man so Konzeptänderungen oder so. Möglicherweise, damit eben Kohle reinkommt. Ah, ja, klar. Ja, das zum Beispiel haben wir ja nicht nötig. Nicht nötig. Na gut, dann wünsche ich euch viel Erfolg heute Abend. Und selbstständig als Verrat. Als Verrat. Na gut, kein Verrat bei euch. Gut, danke euch. Jo.